meine lieben Freunde, willkommen zurück zum nächsten Turniervideo auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Auf jeden Fall vielen lieben Dank für das ganze Feedback auf das erste richtige Video zu dem TNS-Turnier. Das hat mich wirklich sehr gefreut. Bevor wir jetzt aber hier an der Stelle weitermachen mit Gruppe B, muss ich leider zwei Kämpfe gleich schon rausschneiden aus diesem Video, weil die gar nicht stattgefunden haben. Und zwar betrifft das hier Anime Girl 990 vs. Kürbis Boy 62 und Prime Beats 1 vs. Pyro Kakashi. An der Stelle sei gesagt, dass Anime Girl weiterkommt, da Kürbis Boy keine Lust mehr hatte, an diesem Turnier teilzunehmen, beziehungsweise auch keine Zeit plötzlich mehr hatte und daher wurde er disqualifiziert. Bei Prime Beats und Pyro Kakashi lag es daran, dass beide nicht miteinander spielen konnte und Prime Beats sozusagen gar nicht in meine Lobby erst kommen konnte, sodass ich den Kampf aufnehmen konnte. Deswegen ist Prime Beats rausgeflogen und Pyro Kakashi weitergekommen. Daher bekommt ihr in diesem Video nicht 8 Kämpfe zu sehen, sondern leider nur 6, aber lasst euch auf jeden Fall nicht davon einschrecken oder so. Guckt euch schön ruhig das Video an, es sind auf jeden Fall ein paar Superfights dabei und natürlich noch ein kleines Problemchen, das während dem Video geklärt wird. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit Gruppe B. Willkommen im zweiten Kampf der Gruppe B, Crackgecko gegen Kirito-kun. Ja Leute, Sasuke und Minato sind wieder weg und Dreieck R1 sieht nach Stylen aus vielleicht ein bisschen. Ja, der Kirito-kun hat auf jeden Fall ein ziemlich hohes Level im Ranglisten-System. Deswegen, da haben wir auf jeden Fall einen ordentlichen Gegner scheinbar. Schauen wir, ob er dem gerecht werden kann. Mhm. Also auf jeden Fall waren beide Kandidaten bei ihrer Bewerbung ziemlich gut, deswegen bin ich mal gespannt, wie der Kampf auf jeden Fall ausgehen wird. Auf jeden Fall hat Crackgecko schon ein bisschen was eingesteckt, aber das heißt natürlich noch gar nichts. Also hier war ziemlich gut aus für den Kirito. Der Spiel ist echt krass gerade, muss ich sagen. Ja, okay, jetzt so langsam sieht es doch nicht mehr so gut aus für den Crackgecko. Ich meine, die Hälfte seiner Leben hat er schon verloren. Aber werden wir vielleicht mal eine Ulti sehen? Mann, wie der rumjumpt, oder? Ja, ja, eben. Und immer am Block direkt einmal die perfekten Knöpfe. Das ist echt krass. Oh, jetzt haben wir endlich mal Itachi-Gameplay. Also R Naruto ist schon krass, also das R Rasengan, weil damit kannst du echt einem den Schild brechen, das ist unglaublich. Boah, der Typ ist richtig heftig. Krass. Ich weiß nicht, hatten wir schon so einen, der so krass mit Leben gewonnen hat? Ich glaube so also, nicht. Er hat natürlich noch nicht gewonnen, aber... Ja, ich glaube, das ist absehbar. Ja, aber wir müssen natürlich parteiisch bleiben an der Stelle. Also ich bin für keinen oder so, deswegen müssen wir natürlich sowieso nicht. Das abwarten hier an der Stelle. Boah, das ist schon heftig hier, die Rasur. Komm weg, du bist hier wieder Gick am Schwitzen ist. Aber er versucht natürlich noch alles. Keine Tauschbalken mehr, jetzt lebt er gefährlich und das ist es. War's. Da bin ich mal gespannt, wer den jetzt nächstes besiegen kann. Das war echt eine coole Runde. Kirito-kun ist der Sieger und ist damit in der nächsten Runde. So, und da sind wir schon auch schon im dritten Kampf. Monkey D. 12 gegen XX Luan. Ich muss direkt sagen, der Monkey D. 12 kriegt von mir auf jeden Fall Respektpunkte. Naruto, Boruto, es ist fresh. Ja, und dann auch noch mit denselben Kostümen, ist auf jeden Fall eine geile Sache. So, schauen wir mal, Obito. Auch ganz nice. Habe ich mir damals richtig gefreut, als der in Storm 4 kam. Oh, ja klar, Mann, ich auch. Auf jeden Fall, Massaker Obito ist richtig geil. Da habe ich sogar damals eine Wette gehabt mit jemandem und habe dann gewonnen, weil er gedacht hat, der kommt nicht. Ach so. Und die Mission war auch richtig geil, wo man alle wegmetzeln musste. Mhm. Aber gut. Schauen wir, wie sich das jetzt entwickeln wird. Ja, Rolf hat schon ein bisschen Support natürlich auf die ultra eklig. Feste bekommen. Aber wir hatten jetzt schon zum zweiten Mal diese Map hier, also. Nee, zum dritten Mal, glaube ich sogar. Also im letzten Video. Ja, stimmt. That's right. Okay. Oh. Beide nur noch ein Tauschbalken, wenig Chakra am Start. Mal gucken. Jetzt kann es keine. Was? Jetzt kannst du eng werden für den lieben Trülf. Ist ein Weibchen. Achso. Na dann. Tut mir das leid an der Stelle. So. Ja, es sieht nicht so gut gerade für sie aus, aber mal gucken. Comics are real? Ja. Sieht schwer aus. Es sieht halt schon ziemlich eindeutig aus. Manchmal tut es mir echt leid bei den Leuten, die so gnadenlos irgendwie runtergemacht werden, so von dem Leben. Keine Chance haben irgendwie so ein bisschen. Oh, der Luan, das weicht aber aus wie Kids weiter. Oh.
Er hat halt den Vorteil, dass er den Tilt einsetzen kann, ohne Chakra zu nutzen. Sprich, er kann Shuriken Finisher. Ja, und kein Chakra. Ja, Luan geht auf jeden Fall damit in die nächste Runde. Und damit willkommen zurück zum vierten Kampf. Monkey D. Kaito gegen A, 1, 2, 3, 4, 5, Mysterion. Ja, verbinden. Ach, bei dir steht verbinden? Ja, bei mir schon. Läuft's bei dir? Ja, bei mir läuft's schon. Achso, na dann muss ich mal gucken. Bei mir ist auf jeden Fall Standbild, aber wir haben hier mit dem Kaito ein ganz interessantes Team, und zwar das dunkelste Trio überhaupt mit Madara, Pain und Karin, die drei größten Antagonisten aus ganz Naruto, kennt ja, ja jeder. Gerade Karin. Mit ihrer super Art auf jeden Fall. Ja gut, also ich glaube das oder den Kampf musst du ein bisschen kommentieren, weil bei mir steht immer noch Kampf wird beobachtet und Zeitüberschreitung. Ja, gotcha. Das ist auf jeden Fall blöd. Ja, für Kaito sieht es auf jeden Fall nicht gut aus. Fast kein Chakra mehr, beziehungsweise gar nichts mehr. Keine Tauschbalken mehr. Ist auf jeden Fall eine belastende Situation. Mysterion liegt auf jeden Fall ziemlich weit vorne. Tut mir natürlich jetzt leid für den Ruffy, dass er da nicht sieht. Also ich sehe die Lobby, ne? So. Auf jeden Fall Monkey D. Kaito im roten Bereich. Oh, so und, schnell. Oh. Ja, Mysterion hat fast nichts an Leben verloren und es ist so, dass scheinbar der Kampf jetzt gleich zu Ende ist. Oh, ein Schlag noch. Und dann war es das für den Kaito. Er hat noch zwei Tauschbeine, kein Chakra mehr. Uiuiui. Er versucht sie aber noch wirklich mit jedem Mittel zu retten. Also das wäre jetzt echt die Krönung, wenn er das jetzt noch hier an der Stelle schafft. Aber nein, das schafft er nicht. Die Runde geht an Mysterion. So, fünfter Kampf, Kagami X3 gegen Afrem Saiyajin. Ja, und Leute, Doppel-Sakuda, wahrscheinlich auch die Styler wegen der Tastenbelegung. Ja, und ich muss leider hier schon sagen, dass der Kagami ausgeschieden ist. Ach ja, stimmt ja, ja. Hier gibt es eine Regel, und zwar keine doppelten Charaktere, sei es in der ersten Runde oder der zweiten Runde. Also, scheißegal, wie der Kampf jetzt hier ausgehen wird, Afrem Saiyajin ist an der Stelle weiter. Mal gucken, also bin ich mal gespannt, wenn er jetzt gewinnt, wird das echt lustig. Also ich werde ihm auf jeden Fall nichts sagen oder so, bis das Video online ist, aber er wird sich ja, ziemlich schwer wundern. Ich meine, ich habe es laut und deutlich oft genug gesagt. Oh Mann, also, aber schauen wir mal. Ganz ehrlich, ich habe mit sowas null gerechnet, dass sowas passieren wird, weil ich das wirklich oft genug jetzt gesagt habe. Ja, stimmt. Aber wer nicht hören will, der muss eben fühlen. Eben. Und dann auch noch wegen Sakura. Ja, wegen Sakura, ne? Das ist echt auf jeden Fall worth. Oh, ist das belastend. Aber bis jetzt kassiert er ja sowieso, also von daher. Oh, lol, er springt alles. Er geht jetzt all out hier. Jetzt hast du auch dein Awakening endlich. Okay. Na gut, das sieht auch nicht so gut aus. Ach, mir tut es gerade ein bisschen leid, ich weiß nicht. Ich weiß, dass er sich ziemlich auf das Turnier gefreut hat und so, aber dass es jetzt so endet. Na, wegen sowas ist echt schade. Mhm. Warte mal, nicht so gewinnen, ne? Vor allem sieht das echt gut aus für ihn. Ach, ist das traurig, Mann. Okay, Afrem Saiyajin kein... Oh, er muss nur ich durchziehen. Ich glaube, das war's. Oh, Finisher. Oh, schade. Er hätte nur durchziehen müssen. Er hätte nur durchziehen müssen. Lol. Immer dieser Struggle, wenn man noch eine HP hat, irgendeinen Shuriken schmeißen. Er hätte einfach nur weiterschlagen müssen, er hätte es geschafft, weil er hätte genug Chakra, genug Tauschbalken. Oh, oh shit. Wenn er jetzt so gewinnt, wäre das so geil. Nein. Ja, so viel zu dem aber, Thema. Ja, Kagami hat theoretisch den Kampf gewonnen, aber natürlich wegen Regelbruch geht der Kampf an den Afrem Saiyajin. So, und da sind wir auch schon beim sechsten Kampf. Nightmare Seeker 2 gegen Sorokia 97. Und Sasuke Uchiha ist zurückgekehrt. Aber ich muss sagen, ich finde die Teams cool. Also Shikamaru und Asuma hat echt Style. Davon ist mal Respektpunkte von mir. Aber das Team ist auch schon geil. Ich sag mal so, Sasuke oder Sasuke hat sich mit Naruto getroffen. Und dann, ja, da gab es auch den dritten im Bunde. Den besten. Da gab es noch diesen Random, den man so an der Ecke gefunden hat. Chirobo. Oh Mann. Ist der als Supporter krass? Es geht eigentlich nicht. Also er wird nicht so oft genutzt. Wundert mich jetzt auch ein bisschen, dass er den genommen hat. Ja, wer weiß, vielleicht ist er sein Lieblingscharakter aus Naruto, kann ich nicht wissen. Guck dir das an, das war sein Support jetzt, also ich weiß nicht. Einer Sumo-Ringer, der hinterher rennt oder so, keine Ahnung. So, auf jeden Fall, ja, bis jetzt auf jeden Fall ausgeglichen, beide fast keine Tauschbalken mehr, aber Shikamaru haut hier auf jeden Fall raus mit R-Kombo. Ich finde das auch lustig, wie er kämpft mit diesen Bomben, Shikamaru. Der hätte echt mal neu. Oh, 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 oh! Oh, schade. Das wäre cool gewesen. Er hätte vielleicht noch eine Sekunde warten müssen, er hätte es gezählt. Aber oh, gut. Ja, Zuma hat auch so Style-Punkte, ne? Das ist ja nicht mehr normal. Ich finde, der kämpft so cool, Alter.
Er benutzt. Ich weiß nicht, es gibt ja, glaube ich, gar nicht so viele Charaktere, die irgendwelche Ninja-Waffen jetzt benutzen, gerade auf Noah jetzt. Vielleicht ja die Tochter, ja, die Mirai, die ist ja noch da. Das wäre cool, wenn die diese Dinger benutzen würde. Ja, dann müsste aber Shikamaru diese Klingen ihr geben, dann in Boruto Next Generation. Ja, kann man ja auch schon gesehen haben oder so. Das wäre echt cool. Mal gucken, allgemein so, wir können auch ein bisschen über Boruto reden. Ich meine, das gehört ja auch dazu. Also, ich finde, so, allein Sarutobi hat schon Ultra-Potenzial und mit der, ey, wird das echt richtig spannend werden. Ja. Ist gut. Auf jeden Fall ein interessanter Charakter. Ich finde ja jetzt aber optisch auch. Ich finde, optisch sieht der Charakter einfach geil aus mit diesen Haaren, mit diesen Verwuschelten so. So ein bisschen wie Shisui, finde ich auch. Ja. Aber Shikamaru hat hier, oder der Sieg hat gute Karten. Okay, ich dachte gerade schon. Aber. Ja, gut. Aber ich muss an der Stelle sagen, es ist echt so ein bisschen langsamer, gechillter Kampf hier diesmal. Ja, auf jeden Fall. Die anderen Kämpfe kamen mir immer so ein bisschen auf Zeit an, so ganz schnell irgendwie. Und die lassen sich so ein bisschen Zeit, hauen sich ein bisschen auf die Fresse. Und gut ist. Oh, schade, Blitzrasengarn. Oh, das war nice. Aber vielleicht sind die Comics diesmal real, ich habe es oft schon gesagt. Vielleicht wird es ja diesmal wirklich dazu kommen. Aber also, Rukia muss jetzt auf jeden Fall aufpassen. Oh, da hätte er fast Blitzrasengarn abbekommen. Würde echt mal gerne sehen, wenn mal das Blitzrasengarn trifft. Das Coole bei dem Naruto ist, du kannst das aufladen. Also, du hast dann das Siegelrasengarn und so ein Zeug. Alles. Oh, schade, das wäre echt cool gewesen. Ich muss sagen, der Kampf hat so Momente, da sind so Attacken, wenn die getroffen wären, wäre das echt cool gewesen. Aber schade. So wie das hier oder eben das Rasengan, das sah echt cool aus. Ja. Mal gucken, vielleicht sehen wir ja gleich noch eine Ulti, der Nightmare Seeker. Ah, ich weiß nicht. Schauen wir mal. Also, der Sorokia versucht echt noch mit seinen letzten Mitteln, die er noch hat, wirklich alles rauszuholen hier an der Stelle. Das muss man ja auf jeden Fall lassen, das stimmt. Aber jetzt scheint es auch fast. Ah, Sashi. Jetzt, außer Naruto rettet ihn und. Oh. Er hat ihn gerade noch gerettet, aber. Oh. Krass. 7 Sekunden, ja, das ist. What the fuck? Aber gut. Heftiger Kampf. Ja, 8 Sekunden. Sieger. Was? 8 Sekunden waren sogar noch. Also ja, genau. Nightmare Seeker 2 geht damit in die nächste Runde. So, und da sind wir auch schon im letzten Kampf dieses Videos erschienen. Und zwar Choro Station gegen Maurice Szene. Was ist los? Die linke Seite immer nur ein Support. Ist mir dazu aufgefallen. Echt? Hatten wir das heute immer nur einen Support? Wir hatten Naruto Boruto, dann Sakura Sakura und Haku und Hinata. Ja, also bei den drei Kämpfen bis jetzt auf jeden Fall. Jo. Ja, Choro Station mit Hinata, das ist auf jeden Fall ziemlich bekannt. Er ist ein Liebhaber von Hinata, aber. So, direkt gut. Den Main rausholen. Genau. Finde ich aber gut, dass jetzt in dem Video auf jeden Fall wenigstens jetzt mal ein paar Teams genommen wurden, ohne Minato oder Sasuke. Ja, auf jeden Fall. Das stimmt wirklich. Am letzten Part war es ja extrem mit den beiden. Ja, also deswegen haben sie es auch aufs Thumbnail geschafft, weil sie einfach die ganze Zeit am Schlüssel waren. Ich meine, ich habe es auch in den Kommentaren gelesen, dass einige ein bisschen genervt davon waren, aber kann man nichts machen. Muss ich akzeptieren, die Entscheidung von den Leuten. Ja, aber die haben sich ja heute ein Beispiel genommen. Ich meine, heute hatten wir, wie gesagt, ich glaube jetzt ein Sasuke, oder? Vielleicht zwei? Also, ich habe jetzt, glaube ich, nur einen gezählt. Bin mir nicht sicher. Bis jetzt habe ich auch nur ein oder zwei gezählt. Müssen wir dann bei der Aufnahme nochmal nachgucken. So, der Choro kassiert gerade ein bisschen, aber obwohl es noch ziemlich ausgeglichen ist. Ja, auf jeden Fall. Ja, jetzt holt er auf. Er hat den ganzen Tauschbalken bis jetzt weggenommen. Sehr gut. Also, drei hat er gerade opfern müssen, der Maurice. Weil er zu langsam war. Gucken. Haku haut jetzt auf jeden Fall wieder raus. So, wenn er ihn gleich hat, wird das gleich ziemlich eklig viel werden. Jetzt hat er ihn. Jetzt er hat volle volle Chakra. Jetzt muss. Oh, Ulti! Nein! Oh, schade. Das wäre cool gewesen. Oh, ich liebe solche Sachen so. Ja. Wenn man seine Combo cancelt und dann eben versucht, noch eine Ulti reinzudrücken oder so. Nicht so wie online, die alle direkt drei Kreis die ganze Zeit immer Ulti spammen. Ja, das gibt's auch, aber ich denke, hier gibt's eher weniger Leute, die ganze Zeit die Ultis spammen. Ja, stimmt. Weil es macht doch keinen Sinn einfach. Ja. Oh. Also der Choro, der lässt echt nichts offen, also der haut auf jeden Fall raus. Und wir haben Awakening. Das kann jetzt aber nochmal spannend werden. Mal gucken. Alter. Er hat vor allem keine Tauschbalken mehr. Oh. Er hat ihn nicht. Oh. Okay. Boah, das war aber knapp. Ja, bei solchen Sachen bist du ziemlich anfällig. Ja, eben. Weil du halt ziemlich groß und breit bist. Und er hat ihn. Okay. Wir haben eine Ulti. Reicht das? Was meinst du? Ja, es kann sein, weil es unabhängig von einer Combo war. Weil es kommt immer drauf an, ob du es mit einem Item machst. Ja, ist das zieht weniger ab. Oder wenn du es einfach so einsetzt. Und da es einfach so eingesetzt hat, zieht es am meisten ab. Ich glaube, es war der erste Geheimtechnik-Finisher. Kann sein, ja. Aber auf jeden Fall geht der Kampf an Choro. Herzlichen Glückwunsch.
So, meine lieben Freunde, das waren alle Teilnehmer aus Gruppe B, waren auf jeden Fall ein paar super Kämpfe dabei und ja, jetzt ist natürlich auf meiner Homepage www.theninjaspooky.de die Turnierteilnehmerliste geupdatet, da könnt ihr jetzt natürlich schon die nächsten Kämpfe sehen, die euch erwarten werden, auch von Gruppe C natürlich schon, deswegen schaut auf jeden Fall gerne mal vorbei, an der Stelle natürlich auch nochmal ein heftiges Dankeschön an den Raffi, der hat mir da auf jeden Fall sehr gut geholfen mit dem Kommentieren, zeigt es natürlich mal mit einem Daumen nach oben, natürlich auch für ihn und für mich, weil wir uns da auf jeden Fall sehr viel Mühe geben. Deswegen zeigt es auf jeden Fall mit einem Daumen nach oben und natürlich auch gerne Feedback zu den ganzen Kämpfen in den Kommentaren. Die nächsten Tage wird es jetzt erstmal keine Turniervideos geben, da ich mich jetzt erstmal auf meinen Geburtstag am Wochenende konzentriere, der am Samstag ist. Und ich hoffe, ihr habt dafür ein kleines bisschen Verständnis, denn ich möchte gerne mit meinen Freunden einfach mal ein bisschen meinen Geburtstag feiern. Deswegen, ja, wird es auf jeden Fall jetzt erstmal die nächsten Tage keine Turniervideos geben, aber ich denke mal Dienstag, Mittwoch sollte dann auf jeden Fall das nächste online kommen. Das war's auf jeden Fall von dem Video. Haut rein. Tödelö.